Also wenn wir jetzt mal die Testspiele rausnehmen, wo wir mit einer verstärkten U23 gespielt haben, irgendwie verlieren wir nicht mehr. Björn! Werner ist da! Werner ist da! Tag Nummer 2 vom Werder Trainingslager hier im schönen Krassau. Und der Lennart ist ja ein ganz Gewiefter und er hat sich gedacht, wir gehen einfach heute mal zur Sparkasse und holen ein bisschen Geld für Baumann. Wann können wir denn damit rechnen, dass noch ein neuer Spieler kommt? Ja, irgendwann in den nächsten 5 Wochen. Ludwig Augustinsson fehlte heute beim Training und da hat man dann schon gesehen, dann wird es wirklich richtig eng, wenn 2 Mannschaften gegeneinander spielen sollen. Da muss sogar Tim Borowski dann aushelfen. Ja, aber das ist nicht schlecht gemacht. Also vielleicht tun wir ihn nochmal reaktivieren. Yes! Safe! Protect his face! We want to get it as close to perfect as we can, so that's why he's very emotional about all of it. Well, our goal is the best and we want to get to Champions League. Tag Nummer 3 vom Werder Trainingslager hier im schönen Krassau. Wie fandest du? Welches Spiel jetzt? Das Spiel? Was hast du denn gesehen? Gab es hier noch ein Spiel irgendwo? Nee, nein, das Spiel war super. Also hat mir sehr gut gefallen. Hast du nicht eben noch was anderes gesehen? Was ist mit Ludwig Augustinsson? Du hast gesagt, es sind alle gesund, die gespielt haben, aber Lode macht ein bisschen Sorgen. Was ist da los? Ja, gar keine Sorgen macht er mir nicht, das muss ich auch sagen, aber er macht mir viel weniger Sorgen nach der Untersuchung als vorher. Also er hatte am linken Bein, jetzt muss ich mal kurz einmal rüber gucken, linkes Bein war das, ne? Ja, am linken Bein eine Überlastungsreaktion. Wir wollen aber nicht über den Kuhstall reden, sondern über Werder Bremen. Warum nicht über den Kuhstall? Du, können auch über den Kuhstall reden. Wenn die Presse nicht wäre, wäre es ein Traumjob. Kriegt man dann Sonderurlaub? Nee, also ich werde bei der Geburt meiner Tochter dabei sein. Also das wird auf jeden Fall, da lasse ich hier nichts dazwischen kommen. Das ist mir das Wichtigste. Es ist Tag Nummer 5. Ich will jetzt keine Ziele aussprechen oder so, aber man sieht schon, dass wir definitiv weiter sind als im letzten Jahr und man sieht, dass einige Spieler auch fitter sind. Individuelle Belastungssteuerung. So ist es richtig. So ist es richtig. Scheiß Wort, aber ich lerne es noch. Ich bin super gerne hier, ich fühle mich extrem wohl in der Stadt. Ich bin bei einem wirklich tollen Traditionsverein untergekommen. Ich spiele sehr, sehr gerne in unserem Stadion. Wir schreiben Tag 6 hier im schönen Krassau. Einen ganz wundervollen guten Abend. So komme ich durch. Auch als Norddeutscher komme ich so in Bayern an. Mund zu lassen, dann kommen Sie gut durch. Sieht in Bayern die Lederhosen aus, Lederhosen aus, Lederhosen aus. Ich bin mir schon immer noch sehr, sehr bewusst, welches Privileg das ist, Cheftrainer bei Werder Bremen zu sein, welche Verantwortung das aber auch ist, das zu sein. Und deshalb bedeutet mir das schon sehr viel. Und ich weiß auch, dass der Verein mir sehr viel Vertrauen entgegenbringt. Es ist ja, glaube ich, auch, das kann man ja schon so sagen, keine ganz normale Vertragsverlängerung. Wir reden jetzt von jetzt an über eine Vertragslaufzeit von 4 Jahren. Das ist in der Bundesliga ungefähr ein Jahrhundert. Welche sind die Erwartungen? Sind die Erwartungen Europa mit Florian Kohfeldt oder sogar noch einen Schritt weiter? Die Weltherrschaft. Der letzte Deich, unsere Sendung wurde abgesetzt. Ja, ich bin abgesetzt. Kann man jetzt allen sagen, allen Hatern, ja, alle, die Janosch und mich richtig beschimpft haben, ihr habt es geschafft. Ja. Wir sind weg.
Niklas Masander ist der neue Kapitän des SV Werder Bremen. Ja, das bedeutet sehr viel für mich. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, dass er sich für mich entschieden hat. Und stolz. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Wir haben einen super Team-Spirit und ich bin stolz, der Kapitän zu sein. Niklas wird ein sehr guter Kapitän sein. Er hat schon sehr viel Erfahrung auch in diesem Amt, war bei Ajax Amsterdam Kapitän. Das ist jetzt auch nichts, was man so im Vorbeigehen macht. Ja, weil Niklas einfach ein Leader ist. Es gibt zwei Arten von Leadern, einmal Lautsprecher und einmal, der mit Leistung vorangeht. Und Niklas geht einfach mit Leistung voran, ist ein Gentleman, kann auch den richtigen Ton treffen, wenn er redet. Ja, ich schätze ihn unheimlich. Yeah, I think he is a very good option to be captain. He's a great guy and a great leader on and off the field. Tschüss!